Und da sind wir wieder bei Vegasif, Peter Sefi und Jutes. Und bei Bacon Kaitos auf der Suche nach unseren verlorenen Teammitgliedern. Wie ich davon mal in die Taune kloppen könnte. Wie komme ich denn da hin? Hallo? Ach, da hoch. Rein da! Hinein! Hallo! Moin. Mal sehen, hier steht etwas geschrieben. Lege ich hier den glühend heißen Magnus hinein. Die alles verzehrende Hitze, die in der feurigen Höhle zu finden ist. Was bedeutet das? Alles verheerende Hitze, aber das Eis, das kannst du nicht schmelzen. Das Eis ist ja auch special. Hallo, Liut. Ja, verrettet mich. Nö, ich hab's mal anders gemacht. Das Liut ist weg. Können wir nicht das Monster da stattdessen mitnehmen? Das wäre geil. Es sieht aus wie ein Häschen mit seinen langen Öhrchen. Ich habe eher an Zöpfe gedacht. Witzig, ne? So, wir haben eine 1. Ich habe eine 2. Wir haben eine 3. Und wir haben eine 4. So, lass mal gleich in Brand stecken. Das ist eine gute Idee. Finde ich auch. Ach, er greift an. Jetzt hat er die Matratze durchbohrt. Hier ist eh schon kaputt. Schöne Matratze. Die war teuer! Das dänische Bettenlager. Was? Wo ist das dänische Bettenlager hier? Ich weiß doch nicht. Bei den Dänen? Hier gibt's den? Vielleicht irgendwo versteckt. Das mysteriöse Völkchen irgendwo im Off. Wieso die ist ein Däne? Interessant. Tja. Und wieder ein Mysterium gelöst. Ich will einfach mal so komisch redet. Ja, Vanillepudding. Oh, ich hab Bock auf Vanillepudding. Oder Vanillejoghurt nur mit echten Vanilleschoten. Boah, warum muss er jetzt Sonntag sein? Ja. Das ist nicht fair! Oh, nice, danke! Oh, einen Pinsel haben wir schon. Wenn es noch einen gibt, können wir den Heiligen Gral erschaffen. Sehr schön. Eigentlich ist das voll anmaßend, weißt du, die beiden Spiele-Logos zusammen ergeben den Heiligen Gral. Tja. Ah, finde ich cool, das Easter Egg. Ja. Misuti, was mache ich mit dir? Angreifen? Eine gute Idee. Krieg noch eine 4? Krieg mich alle mal. Nö, heute nicht. Hängt er schon? Natürlich nicht. Ah, ich hab einen anderen Pinsel gezogen. Jetzt kackt er ab. Wahrscheinlich. Nö, ja, hängt ja noch nicht mal. Weh, der greift jetzt zweimal an. Arschgesicht. Ich hätte noch die 2 Achten legen können. Das war auch wieder Insta-Dead. Wieso trifft immer sie das? Weiß ich nicht.
So, wir spielen hier den und wir spielen den. Ich weiß gar nicht, welcher muss man hier da bestimmt rein vorgelegen? Ich weiß das gar nicht. Nee, tada, wir haben einen Heiligen Gral. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist die fünf, wenn man sie braucht? Macht mit der acht Urlaub. Mir tut hier keine weiße Wiener wieder mit Leben. Oh. Erstmal macht Cella ein Foto. Das ist da ein perfektes Timing. Savinas Tod ist immer ein gutes Timing. Jetzt mach ich ein Bild von dir und dann beleidige ich dich. Sieht mir aus wie eine Feuertechnik. Hm. So. Das ist ziemlich widersprüchlich, das Dunkelheit mit Feuer. Dunkelheit Licht wäre sehr viel widersprüchlicher. Ja, aber Feuer ist ja hell. Stimmt. Und hast du schon mal dunkles Feuer gesehen? Nein, aber kaltes Feuer. Und wir alle wissen wo. Ich dachte, das war blaues. Das kann auch sein. Oh, erstmal schön 1591 KP geheilt. Nice. Das ist wieder nix passiert. So, und jetzt kannst du sterben gehen. Ich hab grad verstanden, wieso Newt, du kannst sterben gehen. Was? Oh, wir haben Newt doch nicht mal im Team. Deswegen. Newt von dem Wort Dude abgeleitet wurde? Hm. Dude. Mach ihn doch mal. Hey, Loot, Dude. Dieser Dude, Dude. Oder Duke Newton. Naja, und je mehr Leute man sich wieder geholt hat, umso stärker wird das Ding auch. Ja, glaube ich wohl. Ist auch immer ein anderes. Ist immer gegen andere Sachen stark und schwach. Na, es ist tot. Ja, aber das ist nicht ortsabhängig, sondern halt wie viele Charaktere du hast. Das wäre ja auch ein bisschen unfair, wenn du jetzt auch, wenn du es nicht wüsstest. Heiliger Gral! Nehme ich jetzt das Pina oder den Gral? Gute Frage. You came to save me, Cella. Of course, you. I'd never give up on my friends. Thank you for coming. To tell you the truth, I had almost given up hope. I thought I was done for, that all our efforts were in vain. I can't thank you enough. It was nothing, really. Are you okay? Can you walk on your own? Yes, I'll be all right. Let's rejoin the others. We must do what we can before it's too late. Vor allen Dingen aber schön, dass man dann wieder gleich so automatisch rausgeht. Mm. Und dass man nicht noch extra zurücklaufen muss. Hätten noch. Achso. So! Wie geht's uns? Ach, wir könnten einmal kurz außenrum gehen. Und eins und zwei und eins und zwei. Wie viele Liegenstütze der rummacht? Vor allem, ich würde mich auch gar nicht mit diesem ganzen Dampf wohlfühlen. Ich auch nicht. Alter, meine Haut würde so amok laufen hier. Also ein Kurve für das hier nicht. Schwingen ist drin. Schön, dass das umsonst ist. Nee. Mal sehen, was gibt's denn hier Schönes? Oh, Faustgranaten. Cool.
Und ein Deluxe-Wein. Können wir uns leisten? Natürlich nicht. Der Deluxe-Wein ist unglaublich teuer. So. Wolltest du nicht sowieso Scheiße verkaufen? Nein. Ich wollte gucken, ob ich was verkaufen kann. Ja, die habe ich zum Glück auf, die kann weg. Ich meine, du hättest mal erzählt, dass du gesagt hast, du hast so viele schlechte Sachen, die du mal verkaufen willst. Habe ich schon verkauft. Ah, das ist nicht. I'm very sorry. Wie ist das? Lano Kaulis? Gesundheit. Danke. Jetzt kannst du den Heiligen Gral kaufen. Oder den Wein, meine ich, den Deluxe-Wein. Wow, ist das wertvoll. Yay. Kannst du nicht verkaufen? Was eine Schönheit. Wenn ich nicht wüsste, was das vorher war, würde ich das auch nicht wissen. Also, den kann man kaufen, muss man aber nicht. Klingt komisch, ist aber so. So. Was ist denn genau das wollte ich? Ich hatte ja hier den Vögelchen für Mizuki gefunden. Ist er denn? Da. Oh, der ist auch viel besser. Oh, wie es weint. Ich möchte auch weinen. Nicht Loot mit Cella drauf? Ja, ich mach's doch schon. So. Sag nichts mehr. Kann er nämlich gleich noch seinen neuen Dingsens seinen neuen Finisher nehmen. Ach, er ist ja auf Dunkelheit ausgelegt. Ja, Liot dann eben nicht. Ach, Liot hat gar nicht genug Karten. Irgendwas muss ich noch ins Deck geben. In Orange. Und den Heiligen Gral. Und den Deluxe 2. Gut. Einmal kurz speichern. Da geht's. Aber selbstverständlich. Warst du eigentlich in der Kirche? Ich hab gespeichert. Achso. Ich will erst noch Dingsens holen. So. Dingsens hat nicht mehr Wert, einen Namen genannt zu werden. Natürlich nicht. Und mein Charakter ist immer. Ich brauche Wolken. Der Satz ist so komisch. Das könnte ein bisschen schwer werden, da Wolken zu finden. Das müssen besondere Wolken sein. Oh, da ist eine Gewitterwolke. Bzzz. Genau solche. Alter, wie lange waren wir nicht mehr hier? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir überhaupt mal hier waren. So, nehmen wir auf. Dann sind wir wieder weg hier. Das war knapp. Das finde ich auch so gemein, dass du extra den Bogen laufen musst, wenn du das zur Pflanze willst zum Speichern. Mhm. Oder wäre noch eine Schatztruhe gewesen. Nee, egal. Oh, ich wollte zum kleinen Himmel springen. Nein, hier sind wir völlig falsch. Kann man mal sehen, wie ich wieder aufpasse. Du kennst doch nicht anders. So, jetzt einmal kurz durch die Burg laufen. Können wir Gebari nicht einfach da lassen? Tja. Aber bis ich da bin, hat sich meine Wolke wieder in Wasser aufgelöst. Passiert das? Ich glaube ja. Ich glaube, die werden zu Wasser.
Du hast auf jeden Fall kaum einen merken, dass er ewig seine Form behält. Es gibt sogar ein Magnus, das dauert irgendwie 2 Wochen, bis der sich verwandelt. Also so 2 Wochen in Stunden. So. Lohnt es dann? Nö. Da kriegst du dann halt nur, den brauchst du halt, wenn du halt die Magnus-Liste halt voll haben willst und durch den schaltest du die letzten 5 Lieder in der Musikliste frei. Toll. Also den brauchst du, wenn du halt so einen 100% Run machen willst. Und wenn du zu viel Geld hast. Für die Strommaschine. Ja. Und hinein! Das kühle Nass. Hallo! Ich hab was geschrieben. Leg hier den weißen Magnus hinein, das Symbol der Freiheit vom Himmel schwebt. Die Sonne? Die Wolke? Deine Mutter. Deine Mutter schwebt am Himmel? Wer weiß, was in der Freizeit ja macht. Ist ein Symbol der Freiheit? Ich weiß ja nicht. Hat Newt eigentlich keine Flügel? Ich glaube nicht. Das wird, glaube ich, im zweiten Teil wird es, glaube ich, erklärt, dass die vom Imperium keine Flügel haben. Weil sondern stattdessen halt auf künstliche Schwingen setzen. Ach so. Weil die total auf diesem Maschinentrip sind. Ah. Kommen die alten Charaktere eigentlich da mal vor? Das spielt 20 Jahre vor dem ersten Teil. Vor dem ersten Teil. Also es erzählt so die ganze Vorgeschichte quasi dazu. Ach so. Ja, zum Beispiel den Aufstieg des Imperiums haben wir da unter anderem behandelt. Hier die Sache mit Gibaris Vater zum Beispiel, der war ja bei den Rittern, das wird dann noch behandelt. Mhm. Wo er den König halt auch kennt. Dann hier Giacomos Aufstieg wird da behandelt. Oh, das könnte ja auch interessant. Also ja, es sind schon recht interessante Themen mit dabei. Aber auch ein sehr mobbendes Spiel. Glaube ich wohl. Nee, was du mir das jetzt schon erzählt hast. Ich hab's immer noch nicht durch. Ich hab's jetzt irgendwann einfach in der Ecke liegen gelassen und vergammeln lassen. Nee. Deswegen stinkt das hier so. Das erklärt vielleicht auch die Fliegen. Ich meine, eine Vermutung. Na, Savinas Flügel würde ich auch nicht gerade als Flügel bezeichnen. Ja. Aber es ist eigentlich schon so ganz gut gemacht. Also da schafft die Story schafft halt wirklich so den Sprung zwischen den 20 Jahren, die dazwischen liegen. Mhm. Was eigentlich ganz cool ist. Vor allen Dingen ist es auch, haben sich auch viele Orte in der Zeit verändert. Und du weißt dann wirklich, okay, hier war das früher so und so. Und da ist es in dem Teil so und so. Ja. Ja, Lüt sagt ja immer so, das sah mal so und so aus. Das war viel lebendiger. Ja, zum Beispiel da in Asa, das siehst du halt wirklich als blühende Stadt quasi. Mhm. Bevor das Imperium da sein Massaker angerichtet hat. War man irgendwie dabei beim Master? Ah, ist nee. Schon so lange. Stimmt. Hast du da auch kleinen Newt gesehen? Nein. Jetzt der war damals doch noch gar nicht geboren. Ich wollte gerade sagen, ich musste gerade überlegen, ob der überhaupt fällt. Aber man trifft da zum Beispiel auf Amar, die hier sein Kindermädchen. Ach so.
Aber Gebari kennt man da ja auch. Ja, den lernt man da kennen. Mini Gebari. Hättest ihn umbringen können. Er wäre da jetzt nicht da und dann müsstest du diesen Scheiß da nicht machen. Wir sind genau wie Ganon. Wir mögen es, uns leiden zu lassen. Ich weiß nicht, ist Ganon Suizid? Nein. Aber Kenny. Echt? Ja gut, allein wenn wir schon Ganny nennen. Nehmen wir ihn schon als sämtliche Männlichkeit. Welche Männlichkeit? Du meinst wohl die Männlichkeit. Die Männlichkeit. Oh Gott. Manchmal bin ich froh, dass es manche Bösewichte aus Videospielen nicht in der Realität gibt. Ich glaube, ich wäre schon tot. Ja. Na, vor allen Dingen du. Ich habe ja leider immer so einen Drang zum Bösen. Ja. Ich komisch aber jetzt gar nicht. Obwohl die Bose aus den einen reicht's, dann möchte ich gerne das sehen. Der sah nicht ganz friedlich aus. Der war ja auch in der Therapiesitzung. Ich fand das lustig. Ach ja, allein diese 2 Sekunden Trailer, wo der da gezeigt wurde, das war allein schon der Grund, warum ich in diesen Film gegangen bin. Ich auch. Ich bin nur deshalb in den Film gegangen. Ich auch. Ach, das war so gut. Ich hab so gelacht, als ich den Trailer gesehen habe im Kino. Das war das Beste am ganzen Film. Ja. Danach war ja nur so ein Kitschgedöns. Typisch Disney halt. Weißt du von Disney? Ja, aber von Disney. Ich meine es zumindest. Spüre, die macht meine Schattens! Du hast wohl einen Schatten! Ah. Oh Gott. Fötchen! Erst beleidige ich dich und dann fotografiere ich dich. Was immer schlimmer ist. Wie du in deinem Elend vor mir auf dem Boden kauerst. Und wieder am Heulen bist. Au! Klingt voll süß. Also so süß wie es klingt, kann wenn ein 14-Jähriger oder 14-Jährige was auf die Fresse kriegt. Sie muss es wissen. Ja, wie süß kann das klingen, wenn ein Kind Schmerzen hat? Wie süß kann das klingen? Nicht schön. Süß ist der falsche Ausdruck. Das ist ja keine Sache. Wieso? Ich glaube, du bist ein bisschen zu jung dafür. Vielleicht wissen sie jetzt einfach selber nicht. Es steht doch im Status. Nur forschen die aus, das Gespräch gibt's. Sag mal, bist du nicht eigentlich alt? Oh, weißt du, wie ein alter Great Missouri ist? Es steht im Menü. Nein, das Menü hat mich verraten. Böses Menü, böse. Menü, aber. Danke. Weiß doch nicht, was ich gekriegt habe, aber wir sind Wiener nicht hin. Ja? Nee, die guckte einfach so stur geradeaus und da war nicht mal nichts. Oder? Da ist Gebari. Töten! Wenn ich Gebari sehe, gehe ich automatisch in Akro-Modus. Ist das jetzt gut oder schlecht? Für Gebari bestimmt nicht gut. Oh, Sabine ist gelähmt. Karten werden gemischt. Toll, gut, ich bin stolz auf dich. Yay! Eins. Zwei. Eins. Sieben. Eins. Full House. Nein, nicht ganz. Wär's. Jetzt ist Leo gelähmt. Schön. Was ist eigentlich, wenn alle gelähmt sind? Dann hast du Pech gehabt. Ich dachte, das wäre so. Na, nee, das wäre gemein. Das ist sowas wie bei Versteinerung aus Tossist ist. Nein. Gott sei Dank nicht. Ich meine, die hört ja auch wenigstens von alleine auf. Oh, Sabine ist nicht mehr gelähmt, siehst du? Ich bin auf jeden Fall geschwächt. Also wenn Liu zu angegriffen werden müsste, dann müsste sich doch automatisch verteidigen. Stimmt.
Alter, mir sucht ja jetzt auch nur Verteidigungskarten auf der Hand. Bist du aber fertig? Nein. Ich hoffe, er stirbt bald. Wen meinst du, gibt Barrio das Vieh? Sowohl als auch. Also die kann ich angreifen. Aber er hängt schon, das ist gut. Ich häng mal ein bisschen ab. Abhängen ist immer gut. Die Jut hat nichts zum Verteidigen. Das ist schlecht. Und wieder ist Liut gelähmt. Oh, Liut ist fast tot. Schnell heilen. Hey, Liut ist gelähmt. Der ist nicht gelähmt, der ist tot. Aber er liegt da wie gelähmt. Na schön, jetzt geht er erstmal ein bisschen auf Liut einkloppen. Schön. Yes, tschüss, Liut. Er lebt noch. Ja, da steht. Oh. Alter, das muss so scheiße sein. Bevor du bist gelebt, kannst nichts machen. Meine Nase juckt. Oder das? Das ist dann, glaube ich, noch deine kleinste Sorge. Wie bei One Piece, wo Mr. Speedy alle so in Wachsfiguren und Zorro oder so. Was machst du? Ich will jetzt eine gute Pose haben, weil ich in Wachsfiguren einfach nicht werde. Ah, sorry. Oh schön, der Part hat wieder Überlänge. Das ist seine Schuld. Ich würde gerade sagen, alles Gebarrys Schuld. Oh, ich kann angreifen. Yeah, yippie-yay, Schweinebacke. Aber wirklich. Da, friss mein Fünfer straight. Gefressen und erstickt. Aber sowas von. Da gibt immerhin plus 64%. Jo. Welches nimmst du? Das, das oder das? Das ist alles dasselbe. So, dafür muss noch Zeit sein. Nö, wir müssen cutten. Die Zeit muss sein. So, how are things going on the outside? I mean, how bad is it? They're hanging on somehow, keeping the enemy at bay. I see. Well, no time to waste. Let's get back to business and save the world. Und Kenneth. Ja. Man sieht mal, dass Gebarry Kenneth nicht retten will. Ja, alle anderen, wir müssen Kenneth retten. Ja, wir retten die Welt. Was ist wichtiger, ein guter Freund oder die Welt? Great to see everyone back together. Yes, finally. I'm so relieved that we're all safe. So, what do you propose we do now, Shep? Let's go back to Anua Nua first. Das sagt Anua Nua, das steht Kumomai. Stimmt, ich dachte schon etwas in Ohren. Running du. Auf der Bank. Viel Spaß dabei. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und haben, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und so lange heißt es. Tschüss.